Und wenn ich dann irgendwann da ankomme, würde ich den Pferden das Signal zum Starten geben. Gut, Fahrzeuge lenken plus 7. Warum auch immer das so schwer ist. Ich glaube, das plus 7 ist, um auf ein Startsignal direkt mit guter Geschwindigkeit wegzukommen, Ja, nicht um einen Wagen zu genau das starten. wird sein, aber mit den Werten, die sich hier stetig verbessern. Aber Ragnar ist unser Boy, also wird das. Ja, nach einiger Zeit kannst du dann mit deinem Pferd neben Udalbert ja, angekommen sein. Ist, wie gesagt, ziemlich langsam geworden. Mit wie viel Geschwindigkeit kann ich von hinten an ihn rankommen? Das kommt jetzt darauf an, was du vorhast. Ich bin überlegen, ob ich nicht die Lanze nehmen kann und ihm halt die Zügel aus der Hand lupfen Du damit. hast keine Lanze am Pferd. Ich habe keine Lanze am Pferd. Die ist da doch nicht die ganze Zeit angeklemmt. Sauerei! Gut, dann hat sich das eh erledigt. Dann machen wir es ganz normal. Ich will ihm die Zügel durchschneiden. Ich ziehe mein Schwert, also mein einhändiges. Reite links neben ihm ran und beuge mich weit rüber, in der Hoffnung, dass ich ihm die Zügel erwischen kann. Ich gucke gerade mal, ob er noch irgendwas ansagen möchte. Er sieht das zumindest, schüttelt einfach nur noch mit dem Kopf, völliges Unverständnis. Nachdem hat er ziemlich gemütlich, er versteht einfach nicht, warum du ihn jetzt angreifst. Zügel durchtrennen, das ist eine Fahrzeugelenken plus 4 und eine Attacke plus 4, also es ist einfach eine Reiten plus 4 und eine Attacke plus 4. Kann er sich natürlich gegen wehren. Ich schaue gerade mal, ob er selber. Er macht einen Pferdemetzger. Hat er denn so Dinger an seinem Wagen? Wie hat es jetzt für die anderen, habe ich es erlaubt, dann kann er es natürlich auch tun. Also er muss da jetzt nicht mit irgendwelchen Sensen oder Klingen, er kann jetzt einfach eine Fahrzeuggelenken plus 4 machen, um dann dein Pferd zu verletzen. Ja, kann ich dem ausweichen? Kannst du auch versuchen. Ich muss gerade mal erstmal seine Fahrzeuggelenkenprobe machen. Das ist gelungen. Ah, bei diesem zutiefst reihergewitzigen Manöver, gelingt das Manöver, kann sich der gegnerische Wagenlenker oder Reiter sich mit einer Fahrzeuggelenken oder Reitenprobe plus 4 aus der Gefahr bringen. Okay. Alternativ misslingt die Probe, erleidet das Pferd 5W6 plus die Geschwindigkeit des Wagens hat TP halbe. Und es kommt zu einem Unfall. Gut, ich weiche erstmal aus. Das ist gelungen. Ich mache aber einen weiten Bogen links um ihn herum, wenn er versucht, hier in meine Reitbahn heranzureißen, und setze mich dann erst vor seiner Achse wieder ein bisschen neben sein Gespann. Ja, dann die Zügel durchtrennen, reiten plus 4. Und eine Attacke plus 4. Hier hat es mal geschafft. Die Zügel muss ich ganz kurz meinen Schwerterwert schauen. Mal verzeihen, wenn ist das. Was Ohne mein dass es noch Angriff. zusätzlich erschwert ist, weil du im Reiten zuschlägst irgendwie. Nee, das ist tatsächlich egal, aber ich leite von einer Tollpenne ab. Das heißt, ich habe eine 20er Attacke, erschwert man die 4, sagst du? Plus 4 nochmal. Du musst mindestens 5 DP machen. Dann greife ich jetzt plus 6 an auf einer Tollpenne. Er kann aber auch Und patze mich eine. fast aus der Nummer raus. Fast kein Patzer. Nur mein Schwert rutscht mir fast aus der Hand, das kurze von Dings. Und ich muss mich ein bisschen sehr weit rüber beugen, um das wieder im Griff zu halten. Der Schnitt wird diese Runde nichts. Wie war die Erschwernis? Nur eine plus 6 oder eine plus. Plus 6. Okay, dann macht er wieder sein. Er möchte wieder dein Pferd verletzen und die Erschwernis gilt natürlich weiterhin. Also einmal eine Reiten plus 4 und dann eben nochmal plus 6, also insgesamt eine Reiten plus 10. Jetzt kriegen meine Waffen erschwerend aufs Reiten drauf. Na gut. Oh, und er schafft das auch noch. Schauen wir uns das an. Das ist nicht gut. Ja, du hast deinen Oh, das ist noch ein Schicksalspunkt wieder. Chibi. Ich habe meinen Schicksalspunkt wieder. Wiederholen wir diese Probe. Sieht wohl nur die 20 wiederholt. Na egal, ist geschafft. Gut, dann, ja, er schlägt noch einmal nach. Dein Pferd kann springen. Setzt es einmal zum Springen an und taucht unter dem Schlag weg. Jetzt dürftest du wieder handeln. Dann möchte ich noch einmal zu. Er darf sich gegen das Zügelschneiden verteidigen, ja? Ja. Wie ist die Probe für ihn? Auch eine plus 4. Dann hätte ich gerne 4 auf hinter drauf. Ja. Ist gelungen. Gut, dann hat er insgesamt eine plus 8, ne? Das schafft er nicht. Dann musst du Schaden machen. Mehr als 5, bitte.
Wieder um 6 erschwert. Schon 5 TP mit einer Klingenwaffe reichen hierzu aus. Der gegnerische Wagenlenker kann keine Fahrzeuglenkenprobe mehr ablegen, bis die Zügel repariert sind. Okay, ich habe die Waffe nicht eingetragen. Ich würfel erstmal ein W6. Das ist so oder so gelungen. Gut. Ja, ich muss etwas weit vorne, damit ich in seine Klingen gerate und schneide im Gaul einfach kurz hinterm Kopf bereits den Zügel durch. Er hat ihn jetzt nur noch auf einer Seite in der Hand, was ihm reichlich nutzlos macht. Gut. Dann setze ich mich, ich halte mich weiter vorne und werde dann mit ihm erstmal langsamer oder versuch auch nach seinem Gaul ein bisschen zu greifen und ihn zu beruhigen, dass er anhält. Möchte ein Riccio herbeieilen? Das ist alles noch irgendwo in der Nähe, ganz grob in der Nähe von der Statue gewesen. Wenn du möchtest, könntest du jetzt herbeilaufen. Du siehst zumindest, dass es da einen kurzen Kampf gab und dass jetzt beide langsamer werden. Wenn du möchtest, könntest du herbeieilen. Nee, ich halte es nicht für sinnvoll, vor zwei Streitwagen zu laufen. Also ich halte mich erstmal zurück. Gut. Ja, Ömer und Starkhardt kommen ebenso an und können entweder weiterfahren oder ebenso das Tempo rausnehmen. Oh nö, ich nehme das Tempo raus. Gut. Dann steht ihr vor einem hochgewachsenen, rüstigen Aristokraten. Irgendwo zwischen 60 und 80, das genaue Alter könnt ihr einfach aufgrund des weißen Bartes, des weißen Haares nicht ganz einordnen. Ein üppiger Kriegerschnauzbart, beziehungsweise sein ganzes Gesicht wuchert voller Haare. Eine herrische Mimik und er trägt eine altmodische Gala-Uniform mit einem Säbel und schaut euch dann an. Ömer hat seinen Bogen gespannt und auf die Wache, die noch dabei ist, er hat ja noch eine lebende Wache. Nein, er ist allein. Den Pfeil angelegt. Echt? Wo ist denn die andere Wache hin? Mit dem Zweig runtergestürzt. Die ist mit Torgosch runtergefallen. Ach, mit Torgosch, okay, ja, nice. Was wollt ihr von mir? Beendet das Rennen. Oder Albert von Wertlingen? Wer seid ihr? Euer Sohn bestellt Grüße. Mein Sohn? Ludolf? Eben jener. Ihr seid kein Dunkelsteiner. Nein. Ich hatte ihm eine Nachricht geschickt. Er bedauert, nicht persönlich kommen zu können. Und er hat euch an seiner Stadt geschickt. Nicke einmal. Schaut so ein bisschen abschätzig herab, so dich und dann auch die beiden auf dem Streitwagen Ömer und Starkhardt. Also gut, das habe ich mir anders vorgestellt. Und ihr seid jetzt hier, um mich zu retten. Aus Jolgomak. Wir sind hier, um zu tun, was nötig ist. Ich kann nicht entkommen. Ich kann nicht einfach fliehen. Er deutet auf sein Halsband, was er trägt, und kämmt so ein bisschen den Bart nach oben. Ich werde von Galotta gefangen gehalten. Nun, gegen dieses Halsband gibt es doch sicher Mittel und Wege. Sicher, also... Man kann das sicherlich entfernen, aber das braucht Magier und ich bin keiner. Bin seiner Gnade ausgeliefert. Magier haben wir. Ich wink mal Abel mir herbei. Oder generell beide. Ich komm mal angetrappt, angejoggt. Wenn dessen die ankommen würde, immer glotzenderweise, ohne was zu sagen, muss er ja auch nicht, er ist ja nicht an Gesten gebunden, ein Odem Arcanum machen. Mit Erzwingen-Modifikation und ja, das Halsband sich näher angucken. Ich würde ganz gerne 2 ASP zusätzlich ausgeben, um mir eine 2 Erleichterung zu holen. Ja. Sei gestattet. Damit steigen die gesamten ASP-Kosten auf 6 und der Zauber dauert 5 Aktionen dadurch. Ich denke, über die 5 Aktionen, also sprich 2,5 Kampfrunden, ungefähr weniger als 10 Sekunden habe ich Zeit. Ja, klar. Wären 7 Sterne übrig und 2 W6, ne? Zusätzlich. 6. Dann kostet er dich insgesamt 12 und ein W20. 7. Alles klar. Das Halsband leuchtet magisch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir gerade beobachtet werden, aber ich glaube, die Kotongis haben gerade andere Sachen zu tun. Normalerweise, es wird sicherlich sehr schwer werden. Wie gesagt, wir können hier nicht einfach aus der Stadt rausmarschieren. Das Halsband würde mich töten. Dann werden wir eine Möglichkeit finden, es zu entfernen. Amenelaus und Riccio hier sind in ihren Fächern beide sehr bewandert. Ich bin mir sicher, sie finden eine Möglichkeit.
Man müsste es genau untersuchen, was für eine Art von Dämon es sich handelt. Könnt ihr den Palast verlassen? Mit Einschränkung. Jetzt für dieses Turnier durfte ich, ihr müsst wissen, ich bin ein Streitwagenfahrer. Ich war früher der Lehrer von Raedri Concho bei ihr. Deswegen hat mir Galotta gestattet, mitzufahren, aber ansonsten bin ich oft an seiner Seite. Er führt uns umher. Wir sind seine Schoßhündchen, wenn man so sagen möchte. Ebenso wie Leonardo. Warum wollt ihr überhaupt zurück? Ich bin hier gefangen. Seitdem. Ja, aber ihr geht ja nur zurück, um dann verbrannt zu werden. Natürlich, eure Seele wird gerettet. Aber euer Körper wird verbrannt. Nein. Natürlich wird die Preiskirche euch verbrennen. Habt ihr eure Seele verwirkt? Nein. Ach, ihr habt jahrelang für den Feind gestritten, für Borberat. Das heißt nichts, die Preiskirche hat damit nichts zu schaffen. Ich mag ein Verräter sein. Ich habe dem Usurpator Ansven gedient, aber dafür werde ich doch nicht verbrannt. Na gut, dann wurde aus den Gefängnissen von Rulat übergeben als Adliger. Ich wurde aus den Gefängnissen von Rulat befreit und seitdem bin ich Gefangener. Darum können wir uns bekümmern, wenn wir wieder zu Hause sind. Also, ihr könnt den Palast nicht einfach so verlassen. Nein. Könnt ihr uns in den Palast heranbringen? Das wird schwer, euch offiziell hineinzubringen. Sicherlich, wenn ihr das Turnier gewinnt, aber ihr könnt ihn vielleicht erklettern. Es gibt die ein oder andere Stelle. Oder wie gesagt, offiziell, dann wenn ihr das Turnier gewonnen habt, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin wie gesagt selber nur ein Gefangener, kann keine Ehrengäste laden. Ich kann euch nicht einfach anmelden. Und was ist, wenn ihr vom Gewinner des Turniers geladen werdet? Würde er gerade euch gehen lassen? Selbstverständlich nicht. Müssen wir sehen, dass wir so in den Palast kommen. Ich weiß nicht, ich hatte gehofft, dass mein Sohn mich befreien kann. Wie gesagt, ich hatte ihm eine Nachricht überbringen lassen. Was hätte er jetzt für tolle Mittel gehabt, die wir nicht haben? Ich hätte... Nun ja, ich weiß selber nicht, was ich möchte einfach nur zurück. Ich möchte mein restliches Leben nicht in Yol Gumak verbringen. Ich wollte ihn einfach ein letztes Mal noch drücken und selbst wenn er mich nicht hier rausholen kann, aber gut, eine Lösung gäbe es vielleicht noch. Recht. Der Stab der tausend Augen. Ich weiß, dass er irgendwo im Palast aufbewahrt wird. Wenn man an den herankommen könnte, dann könnte man die Kutongis unter seine Kontrolle bringen und dann könnte ich nicht unbedingt hier rausspazieren, aber dann würde sehr viel einfacher werden. Die ständige, permanente Überwachung von all den Bürgern, all den Unschuldigen hier. Man kann sich hier nicht frei bewegen. Mit dem Stab der tausend Augen würde das sicherlich sehr viel einfacher werden. Dann können wir uns überlegen, wie wir das Halsband entfernen und wie wir uns aus der Stadt herausschmuggeln und wie wir dann den Weg über Tobrien, über die Trollpassage da. Lass das meine Sorge sein. Können wir nicht den Stab der tausend Augen irgendwie haben zerstören? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was mit den. Ich bin kein Magier, was dann mit den Gotongis passiert. Wo finden wir diesen Stab? Im Palast, vermute ich. Ja, jawohl, im Palast, im schwarzen Palast von Galotta. Er befindet sich in seiner Asservatenkammer, glaube ich zumindest. Da müsste ich mich noch einmal informieren, aber... Ja, er muss irgendwo dort sein. Dann ist unser Ziel wohl klar. Wir finden diesen Stab, bringen die Gontongis unter unsere Kontrolle und der Rest wird sich dann offenbaren. Dieser Stab, ist es nicht ein Staatssymbol? Es ist ein Zepter. Ich weiß nicht, ob er... Nein, also er benutzt es nicht als Zeichen seiner Macht. Meistens liegt es in wie gesagt, seiner Asservatenkammer oder so. Also bei den anderen Schätzen. Mein Gott, er hat den Arm von Reichsbewahrer Brinn hat er dort. Und das Herz. Er ist so grausam. Wir müssen also in
in bestens gesicherten Palast einbrechen, dort in die Asservatenkammer und ein dämonisches Artefakt herausholen. Genau. Irgendwie ein ganz normaler Dienstag für uns. Magister, ich gucke die beiden an. Ich nehme an, mit genug Zeit werdet ihr in der Lage sein, dieses Halsband zu entfernen. Ich kann es nur hoffen. Ich kann es nur hoffen für ihn. Werden wir euch darüber beschaffen. Ihr müsst darauf achten, wenn ihr denkt, dass ihr beobachtet werdet, dann ist es sicherlich auch so. Aus den Augenwinkeln könnt ihr sie manchmal erkennen, aber er blickt sich so ein bisschen panisch um, guckt nach oben in den Himmel. Ansonsten sind sie unsichtbar, zumindest meistens. Sie fliegen umher mit ihrem glotzenden, stachelnden Blick, aber sie haben Angst vor Spiegeln und vor Kindern. Das habe ich mittlerweile auch herausgefunden. Es gibt nicht viele Kinder hier. Nun gut, wir werden Mittel und Wege finden, sie abzulenken, hoffentlich. Wie können wir euch erreichen? Wie können wir euch Nachricht zukommen lassen im Palast, wenn wir im Palast sind? Wenn ihr im Palast seid, ich kann euch sagen, ich sitze im dritten Stockwerk. Dort habe ich meine Unterkunft. Ihr könntet dort dann in meine Gemächer. Es gibt dort doch einen langen Gang. Ein Gang darüber sitze ich. Müsst im Gang aufpassen, da sind teilweise auch die Ritter der Wulfengarde, die dort trainieren. Wenn ihr dort dran vorbei seid, könntet ihr dort in meine Gemächer. Normalerweise, wenn das Turnier nicht ist, dann sitze ich dort. Ich glaube nicht, dass ihr wirklich auf der Tribüne... Wo ist die Asservatenkammer, in welchem Stockwerk? In welchem Stockwerk ist die Asservatenkammer? Die Asservatenkammer? Ja. Die ist über der Halle des Throns, also beziehungsweise nein, über der Halle des Throns gibt es einen Raum und entweder bewahrt er es da auf oder in der Halle der Akanomorphosen, aber also die Schatzkammer befindet sich über der großen Halle. Das ist eine. Okay, in welcher Etage ist das? Die Halle des Throns befindet sich im fünften. Eine riesige Kuppel, die dann eben auch für den Schwarzen Palast in diese Kuppel könnt ihr dann sofort erkennen, wenn ihr euch dort nähert. Was heißt im fünften? Mal ganz ruhig. Fünfte ist jetzt hier die Halle der Thronsaal oder was? Meine Kammer befindet sich im dritten Stock. Der Thronsaal befindet sich im fünften und im sechsten, also eins darüber, befinden sich die Gemächer vom Imperator, die Schatzkammer. Wart ihr schon einmal dort gewesen? Nein. Er ist wahnsinnig, wie gesagt, er ist von Hass zerfressen und vertraut niemandem. Er hat Angst vor Verrat. Deswegen hat er auch seine Gotongis beschworen, um alles zu überwachen, damit er weiß, was hier vor sich geht. Ich frage mich bloß, würde er es bemerken, wenn wir diesen Stab an uns nehmen? Wahrscheinlich wird der Stab von Dämonen bewacht. Das kann ich mir gut vorstellen, aber ich weiß, wie gesagt, nicht, wie er bewacht wird. Ich weiß nur, dass er mit diesem Stab diese Gotongis gerufen und kontrolliert hat. Ich vermute, damit können wir sie wieder wegschicken. Das ist vermutlich besser, als 1000 Gotongis von Hand zu verbannen. Und dann finden wir einen Weg in den Palast unter diesem Stab. Und entsprechend auch zu euch. In 2 Tagen findet ein weiteres Mal der Streitwagenturnier statt, wenn ihr wollt, können wir uns vielleicht dort wieder treffen. Dann kann ich hier draußen wieder mit euch reden. Wir werden uns bemühen, ja. Und ansonsten müsst ihr es irgendwie in den Palast schaffen. Nur so kann ich sonst wieder mit euch Kontakt aufnehmen. Alle Leute werden sich darum bekümmern, auf die eine oder die andere Weise. Ich danke euch. Bin mir sicher, dass mein Sohn genau weiß, was er da tut und wen er losgeschickt hat. Danke. Seid ihr Paktierer? Nein, ich habe meine Seele nicht verpfändet. Bei allem, was mir... Ich werde die Namen der Götter hier nicht aussprechen, weil sie sind überall und sie können uns hören, vielleicht. Aber ich habe nicht paktiert. Das kann ich bezeugen.
Okay. Und dann, wenn ich mich recht entsinne, habt ihr beide ein Rennen fertig zu fahren. Ömer steigt vom Wagen runter. Das schafft Steiger schon. Warum müssen wir das Rennen überhaupt noch zu Ende fahren? Wir haben doch eh verloren. Der Ehre wegen. Kommt, steigen wir auf. Damit so, dass wir hier rauskommen. Viel Spaß euch. Mauricio? Ja? Kann ich darauf vertrauen, dass ihm ein Pferd zum Schwarz und Rot bringt, ohne dass es aufgefressen wird? Ist es auch so ein bisschen wie der letzte Zeitgenosse? Nein, ist es nicht. Nun gut, dann traue ich mir zu, euer Pferd zum Hotel Schwarz und Rot zu bringen, richtig? Wenn auch nur ein Haar fehlt. Dann habt ihr ein Pferd weniger. Lächel ihn an. Dakar, du machst das schon. Und ich sattel wieder auf. Einmal. Musstet ihr nicht an dem Rennen hier teilnehmen? War das nicht verpflichtend von Belcherascher? Naja, kann auch sein, dass ich mich täusche. Deswegen werde ich neben dem Wagen hier reiten. Wir sind zu dem Schwarz und Rot. Und damit reiten wir ab. Gut. Ihr könnt in aller Gemütlichkeit euch die einzelnen, am Kaisertor angefangen, könnt ihr euch den ersten kleinen, die kleine Münze geben lassen als Beweis dafür, dass ihr da wart, und reitet dann eine ganze Länge Strecke über verschiedene Tunnel und Brücken. Könnt ihr weiter bis zum Sichelstiegtor reiten, als Wagner dann am Magramfeld das den Wagen dreht, neben sich dann, ja, dann könnt ihr erkennen, wie ein Streitwagen auf euch zurollt. Fünf Gräume darin. Oh. Preschen auf euch zu. Ich nehme meine Waffen und presche entgegen. Gut. Ja, Lanze hast du immer noch nicht dabei, aber du bist jetzt auf deinem Pferd, richtig? Mhm. Konnte ich mir zwischendrin irgendwo vielleicht einen Speer besorgen? Woher denn? Ein Laden? Du hast gesagt, wir waren bequem unterwegs. Also, du bist innerhalb eines... Du hast aber nicht gesagt, dass du dir einen Speer besorgst. Du bist ich wollte gerade sagen, also du rechnest auch nicht damit, du bist einfach davon ausgegangen, dass du das jetzt ganz gemütlich der Ehre wegen zu Ende bringst, und warum solltest du dir jetzt... Okay, gut, kein Problem. Ich nehme meinen Streitkolben, ich nehme mein Schild, ich mache die auch so platt. Gut. Ja, sie reiten direkt auf dich zu. Du siehst, wie ihre Armbrüste allesamt gespannt sind, auf dich angelegt sind. Oh. Halt mal dein Schild hoch, los geht's. Gut. Denk dran, dass ihre Schüsse gegen mich um jeweils 4 erschwert sind. Plus, was auch immer. Ich schieße gerne auf dein Pferd, weil es größer ist. ist eine gute Idee, warum nicht? Ist eine gute Idee, das können sie tun. Dann halt nur um die Geschwindigkeit des Pferdes, was, keine Ahnung, 2 oder 4 sein dürften. In vollem Galopp, vielleicht 4, musst du wissen. Ich sag einfach mal nur 3 Armbrustschützen an. Alricio, Starkart und Ömer, ihr dürft einfach mal alle einen W20 schmeißen. 1. Ich möchte gern zweimal parieren. Wie das Pferd, also wie auch immer das geht. Ömer, bestätige mal bitte. Nicht bestätigt, aber immerhin, das war ein Treffer. Auf halbe Parade, 8 erschwert und halbe Parade, das wird vermutlich ein Treffer. Ach, du darfst für dein Pferd parieren? Hat das ich Pferd frage Frosty denn... gerade, ob das geht, wie das geht, weil ich habe noch nie gelesen, wie Fernkampf gegen Pferde pariert wird. Und Normalerweise gar nicht. Deswegen ist es ja so bullsartig. Also ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie geht, aber ich weiß nicht wie. Ich erlaube es dir mit einer Parade plus 8. Vom Streitwagen war es eine plus 6, bin ich der Meinung. Und naja, du musst dich dann irgendwie versuchen, mit dem Schild dann das heißt, so nach plus vorne 8, zu legen. Weil er für sein Pferd pariert, plus 8, weil es ein Bolzenschuss ist und dann nochmal halbiert für meinen. Yes. Also würfel ich gegen die 2. Das wird schon. Nicht. Gut. Okay, erste trifft. Mach Schaden. Jemand 1W6 plus 6, meine ich. Ja, der zweite ist dann nur noch plus 16. Mein also Pferd hat 15 NDP, bin ich der Meinung. Jemand 1W6 plus 7 auf die Pferd hat 15, bitte was? Ach ne, 60, ne? Ja, das ist schon eher in die richtige Reichweite. Und zwar bin ich bei 80. 80? Tobi Mora-Falben haben 80 LDP.
Okay. Ragnar, wir brauchen von dir auch noch einen Schuss. Ich habe schon getroffen. Ich darf mal versuchen, den zweiten zu parieren. Schaden. Jo, ja, ich dachte, er will noch parieren. Er hat noch was von parieren gesagt, deswegen. Das ist auch nicht gelungen, so. Ah, 13. ihr wollt es aber auch wissen. 10, 13, dann kommt noch der dritte. Der hat getroffen. Die 19 von Abelmir. Aber das sind doch noch zwei andere. Die sind vermutlich eher auf euch oder es auf waren, mich. Gehen, es waren 5 Grolme, 3 haben in der Armbrust geschossen und der andere zaubert einen Blitz. Das ja, soll ich mal die Grolme einloggen? Würfeln wir einfach mal eine Selbstbeherrschungsprobe für das Pferd. Na, warte, ist das eine Wunde? Konsti. Ja, das ist eine Wunde. Wollte gerade sagen, mit Wunschwelle gesenkt, dein Pferd wird jetzt, glaube ich, höchstwahrscheinlich zusammenbrechen. Ist aber nur eine Wunde, so wie ich das sehe. Dass er blitzig findet von einem grolmischen Streitwagen. Ja, geht er auf das Pferd oder geht er auf Herodin? Er hätte eine MR von 2, ich hätte 4 anzubieten. Ich würde sagen auf Herodin, ne? Ich wollte gerade sagen, Herodin. Gut, dann fällst du jetzt geblitzt vom Pferd. Darf ich mich nie draufhalten? Also das Pferd stürzt jetzt, das Pferd bricht zusammen. Warum stürzt das Pferd? Denn diese Selbstbeherrschung sieht mir geschafft aus. Na gut. Mein KK ist 19, KO ist 24, was auch immer da noch reingeht. Dann reitet es jetzt mit 2 Armbrustbolzen in der Brust weiter. Sieht eigentlich ganz gut aus, stimmt das recht? Ah, und jetzt machen wir einen Sturmangriff zu Pferde. Das ist eine reitende Schwert um die 6. Denk dran, du hast 3 Punkte Attacke, 3 Punkte Parade weniger und 6 Punkte Erschwernis auf alle Reitenproben. Hm. Auf alle Talentproben, so. Ja.